aber gut, ich meine Wölfe. Wir spielen weiter Xenua's Sacrifice, also Hellblade. Und ich bin mir nicht sicher, aber falls das zufällig ist, Regen aufgehört. Moment. Jetzt geht er weiter. Also sobald ihr vom Regen sprecht, geht's weiter. Merkt euch das für die Zukunft. Oh, eine Walknut. Ah, das ist schön. Weil natürlich nehmt das Thema ernst. Es geht hier immerhin um dein Trauma. Ach, dürfen nicht alles zuerst nehmen. Ah, schön. Die Stimmen sind dort mal nicht da. Es lohnt sich doch, das Spiel mal auszumachen und wieder anzumachen. Puh, hey, schöne Bemalung am Arm. Ja, es sieht irgendwie nach Kampf aus. Große Area. Lokis Tochter. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Holy shit. Wer sind alle diese Stimmen? Ich bin's nicht. Das vorweg. Die Haare sind geil. Ich? Ich hab gar nichts gemacht. Guck mir nichts an. Okay. Okay. Wenn ich kann. Hey, Maskentyp. Moment. Ausweichen. Blocken. Alright. So, bitch. Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, ich lass mich so leicht besiegen, oder? Hab da so ein Gefühl. Ah, come on. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Glaubt noch jemand, dass wir nicht alleine kämpfen? Alter! Zip, zip. Ihr seht schon, dass das Schattenwesen sind. Können wir den Kampf gar nicht gewinnen? Ganz offensichtlich nicht. Ah! You Schattending. Sie tut mir voll leid.
von was für mentalen Qualen die leiden muss. Oder an was. Ein bisschen tot, würde ich sagen. And there she is. A vision of what's to come. Hello, back. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. Ist das das, wenn wir zu oft sterben? Wird der Spielstand gelöscht? All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Ihre Proportionen sind komisch. Du wirst Bronze oder Metall nicht aufschlagen können. Nicht so. Toll! Ist das ernst? Ist das wirklich so? Ich meine, ich will es nicht riskieren. Wir werden natürlich nie wieder sterben. Aber ist das fucking true? Oder ist das nur... The hardest battles are fought in the mind. Kidding. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. He's not breathing. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Das ist Blödsinn. Sorry, aber das ist Blödsinn. Surt ist nicht direkt ein Gott. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. Und er bewacht auch nicht Helheim. His prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Ich meine, sie hört das ja alles nur wegen dem Trauma. Was passiert, wenn jetzt ein normaler Mensch dahin kommt, einfach durchgeht? Ich weiß ja nur. Okay, machen wir mal Valravn. Und das zum Thema Surt? Nein, stimmt nicht. Er ist kein Wächter Hels. Surt steht auf Muspelheim und wartet da mit seinem Schwert stillstehend jeden Tag bis zum Ende der Zeit. An Ragnarok wird er aktiviert und wird alles vernichten. Die Welt wird in Flammen, Meeren ertrinken und die Götter werden sterben. Das ist Surts Geschichte. Und nicht das. Aber trotzdem. Cool, mate. Really. Eigentlich würde ich das lieber morgen machen. Jeden Tag einen Gegner. Weil wir sind sonst über unserer Zeit. Aber das Spiel ist so freaking fesselnd gerade. Und lass uns wenigstens noch einen kleinen Moment machen. Und wenn es auch nur dieses Türchen hier ist. Ich wollte mal fokussieren. F. E. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Auch hier? Weil ich hätte jetzt einfach verschiedenste Runen reininterpretieren können. Aber gut, dann nicht. Dann halt anders. Da sehe ich da zum Beispiel ein paar Runen. Und... was?
Ja, ist ja gut jetzt. Ja, Alter, ich war dabei. What? Really? Holy. Oh, nice. Was eine geile Mechanik. Ist das cool. Moment, war da überhaupt eine Tür? Ich hätte mal dagegen laufen sollen. Verdammt! Naja, beim nächsten Mal. Na gut, komm, wir gehen nur noch hier hoch und dann machen wir aus. Okay, nur noch eben zu der Sonne da hinten. Oh, das ist cool. Guckt euch mal diesen Fokus an. Und hier kann man Stopp machen. Einfach, weil ich diese Aufnahme so awesome finde. Hallo? Wieso kann ich mich nicht... Ha. Sieht das nicht cool aus? Findet ihr nicht auch? Wisst ihr zufällig, ob man... Hoch? Oder... Also nicht so, sondern die Kamera höher setzen kann? Irgendwie? Weil wenn dem so ist und ich bis dahin das noch nicht herausgefunden habe... Dann schreibt's mir bitte in die Kommentare. Ich würde nämlich gerne mal nach oben fahren und nicht immer nur auf den Bereich hier. Ach verdammt, echt nicht? Naja gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das ist der Anfang von Senua's Sacrifice. Von unserem Hellblade-Spiel. Und ich hoffe, wir machen gemeinsam morgen weiter. Wir öffnen diese schöne Tür dann. Und dann geht das Ganze ab. Dann machen wir hier Sachen. Und wer weiß, vielleicht wird die Folge auch ab morgen länger. Ich weiß es noch nicht. Was ist das für ein scheiß Geräusch? Also, wer es auch gerade hört. Sorry. Bin's nicht. Naja, ihr wisst Bescheid. Macht den Tag zum Schützen eures Lebens und bis dahin. Valar Dohaeris. Moment. Euer Wolf. Ready. Aim. Fire.